So, gerade haben wir hier gespeichert. Wir wollen ja da unten das Labor ausprobieren. Bin ich jetzt sehr neugierig. Labor Windräder. Verteile die drei Windräder so in der Landschaft, dass alle drei Bedingungen, Zufriedenheit der Bevölkerung, Energiegewinnung und Baukosten eingehalten werden. Oha. Platziere ein Windrad, den du den farbigen Knopf im Mittelbalken verschiebst in der. Achte dabei auf die Windstärke. Stelle mit den beiden Reglern in der unteren Bildmitte den Durchmesser und die Höhe des Windrades ein. Achte dabei auf die Baukosten. Tja. Tipps. Der zufrieden steigt, je weiter ein Windrad von der Scheibe entfernt aufgestellt ist. Allerdings steigen dadurch die Luft, auch die Leistungskosten für den Energietransport an, in die Stadt. An einigen Stellen ist es besser, wenn ein Windrad beispielsweise nicht so hoch, dafür aber groß im Durchmesser ist. Der spart Baukosten und erhöht je nach Landschaft die Energieausbeute erheblich. Gut. Mit. Ah, ach so. Sag doch gleich. Ach, ich sehe da. Dünn, das heißt, wir fahren mit dem ganzen Gerät runter. Nicht hoch wieder. Suchen wir mal. Das nächste hier. Steht eigentlich gut, kommt mir vor, mach es vielleicht ein bisschen kleiner hier. Und dann versuchen wir auch noch das da. Hier alles. Andere als einfach. Also wir produzieren hier zu wenig. Das sieht anscheinend fertig aus. Du produzierst zu wenig Energie, ja. Oh. Okay. Du produzierst zu wenig Energie. 5,6. Vielleicht sollten wir das Windrad ein wenig kleiner machen. Es ist zu wenig Energie. Muss hier etwas in diesen Editor erst reinkommen. So. Ah, der fährt hier ganz hoch, hoch, hoch. Oha. Müssen wir schauen, dass wir machen das mal ganz groß und schauen hier. Wieder runterkommen. Wir produzieren zwar jetzt genug Energie, aber wir brauchen meine Zeit. Aber die Menschen fühlen sich gestört. Na komm.
haben wir das mal ganz hoch. So. Nein, wir müssen hier mit der Energie nicht so weit rauf. Wir müssen hier eindeutig den Budget runterfahren. Du produzierst zu wenig Energie, die Menschen fühlen sich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher Teil von dem hier. Ich glaube, das ist genau passend. Soweit ich das sehe, dann. Also, das hier ist genau passend. So. Hier müssen wir das Ganze noch so weit herum basteln. Ja, etwas von der Höhe runter gehen, dafür vom Ding rauf. Machen wir das dritte hier. Aber dem ist gleich ja alles ziemlich verkehrt. Ich muss hier die Energie hier drüber sein, aber. Ehrlich, ich bin hier etwas überfordert. Das sieht anscheinend perfekt aus. Machen wir es mal so groß. Dafür machen wir den Durchmesser kleiner. Machen es vielleicht etwas kleiner. Die Menschen fühlen sich. Mann. Ach. Ah. Das letzte ist hier noch ein Problemkind. Fahr das ganz ab. Da können sich die Menschen ja nicht mehr wirklich gestört fühlen in meinen Augen. Aber um das geht es jetzt noch. Das ist das Einzige, was jetzt irgendwie noch fehlt. Wir haben hier genug Dings drinnen, aber die Leute fühlen sich gestört. Auf der Hauptwindrichtung zur genannten Flanke in der Sögel ist die Windrichtung. Ist schon klar. Tja, ich dachte, die Akzeptanz ist hier oben. Oh, da sollte ich da hoch. Das ist jetzt die Frage, da sind wir. Nein, wenn, dann müssen wir unterhalb von dem sein. So. Nichts ganz wegnehmen, dann muss ich hier auch irgendwo zwar wieder zu wenig Energie. Also das ist hier, ich bin ganz ehrlich, ich bin wirklich wirklich überfordert mit der Geschichte. Sind über dem Budget. Ja, Energie. Sind wir wieder über dem Budget, so.
machen wir das etwas kleiner, vielleicht so. Nein, 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 das nicht. Na gut, lass es so. Habe ich schon erwähnt, dass ich hier echt überfordert bin. Ja, ja, schon klar. Die Sonneneinstrahlung steigt. Wir, genau, Windkraft haben auch wieder die technische Entwicklung. Ja, bei der Stern mit deutschen Direkte 1000 Schallkräfte durch höhere Geräusche im unteren Kanten, insbesondere flackernde Schatten des Rennens, die Unterlage werden. Also, wenn der Wind hier herunter weht, dann müssen wir auch mit dem Drum herunter. Meinen Augen da oben produziert die Energie. Dann bauen wir es eben hier herunter her. Ja, sage ich da nur, tja. Ich muss hier. Produziert genug Energie, tja, dafür haben wir zu viel Geld hier. Ich würde hier ganz gern mal die Auswertung machen. Ich verstehe nicht, warum die Menschen sich hier jetzt nicht so ganz damit zufrieden sind. Gehen wir mal kurz raus aus dem Menü. Denn ich bin hier eindeutig überfordert. Also verteile drei Windräder so in der Landschaft, dass sie alle drei Bedingungen Zufriedenheit der Energiegewinnung und Baukosten eingehalten werden. Platziere ein Windrad, indem du die farbigen Knopf im Mittelbalken verschiebst. Achte dabei auf die Windstärke. Stelle die beiden im unteren Bildschirm die Durchmesser. Okay, achte dabei auf die Baukosten. Aha. Na, sag das doch gleich. Oh, ich juckt's hier in der Nase. Also ich kann hier rüberfahren. Obola. Was die Akzeptanz anscheinend ganz nach oben hebt. Was wir leider aktuell noch gar nicht schaffen, ist hier eine akzeptable Windgewinnung. Jetzt vielleicht fahren wir mit dem noch mehr Richtung Berg hier. Hier zum Beispiel, wie schaut es hier aus? Vielleicht fahren wir ganz hoch. Hier zum Beispiel, ja. Du produzierst zu wenig Energie, aber geh. Okay.
oder sind sie... So. Nicht so begeistert die Leute. Ich brauche hier mehr Energie, mehr Energie, mehr Energie. So, das eine müssen wir noch irgendwie... Wir haben es gleich, sage ich mal. Traue ich mich jetzt mal sagen. Windräder sind zu teuer. Es geht hier. Yeah, um Fine Adjustment. Landschaftsinsel an der flachen Hauptwindrichtung zugewandten Flanke entstehen starke Winde. An Steilflanken oder Steilküsten entsteht indes Verübelung und unstetige Windgeschwindigkeiten. Nächstes. Windrad 2, Landschaft Wald. Ups. Landschaft Gebirge. Okay, egal. Yeah. Ich glaube, das Ganze haben wir gar nicht so blöd jetzt gelöst. Die Leute sind zufrieden. Wir haben genug Energie und die Baukosten so gut wie ganz ausgenutzt. 4 Minuten noch. Professor Goodwill, können Sie mich jetzt besser empfangen? Ja, ich empfange Sie. Ich habe die Leistung meines UKW-Radios erhöht. Konnten Sie die Anweisung verstehen und die Energieversorgung herstellen? Alles erledigt. Die Anzeige hier im Kontrollraum deuten darauf hin, dass die Energieversorgung einsatzbereit ist. Ausgezeichnet, Herr Ludwig. Das machen Sie ausgezeichnet. Dann leiten Sie jetzt bitte die Energie an die Laderampe. Landerampe, nicht Laderampe. Die Andockbefehle werde ich mit meinem Laptop geben. Ich habe den Kapitän der Physis entsprechend angewiesen, denn der Autopilot wurde abgeschaltet und die Landungssequenz initiiert. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wenn alles gut geht, dann wird die Physis in T-60 Minuten aufsetzen. Die Menschen werden das erste Mal seit 250 Jahren wieder einen Fuß auf die Erde setzen. Ludwig, sobald uns Goodwill diese Codes übergeben hat, machen wir uns aus dem Staub, bevor diese Physis landet. Ich kann mir nicht erklären, woher deine panische Angst vor den Menschen kommt. Dieser Goodwill erweckt doch einen wohlgesinnten Eindruck. Pah, siehst du das denn nicht? Sie missbrauchen ihre Maschinen für alles Mögliche und es ist den Menschen egal, dass sie ihren Heimatplaneten ausbeuten. Hauptsache, sie bauen noch mehr Maschinensklaven. Wir riskieren nicht, dass sie uns mit heruntergelassener Motorhaube einfangen. Wir lernen über Energieerzeugung, das war's dann auch schon. Hol dir die Zugangscodes und nicht UX hier. Ich errechne deine Schaltkreise über Treibenautotronik. Aber gut, du bist hier der Boss. Ich werde jetzt die Energie auf die Laderampe, ich wollte schon wieder Laderampe sagen, leiten. So, wie schaut's hier aus? Ja, das machen wir noch. Vorschaltung, Netzkreislauf hochgefahren. Leistungsverteilung, Relais unter Spannung. Hauptenergieversorgung im Anlauf. Professor Goodwill, die Energie fließt. Wunderbar, Herr Ludwig, es klappt. Ich werde nun eine Datenverbindung aufbauen und die Andockbefehle erteilen. Telemetrische Datenakquisition läuft. Gravitationskreisel im Anlauf. Navigationstrecker auf Autopilot. Äußere Landungsbrücke geöffnet. Ludwig, ich will euch beide ja nicht beunruhigen, aber ich registriere starke Energie- und Druckschwankungen im Inneren der Landerampe. Die Skala zeigt ähnliche Druckamplituden als bei einer... Professor Goodwill, irgendetwas stimmt hier nicht. Die Leistungsaufnahme steigt an. Sind Sie sicher, dass... Nein, nein, alles in Ordnung, Herr Ludwig. Moment, warten Sie. Mein Gott, ich sehe es auch. Es scheint, als ob Druckwellen die Landerampe erschüttern. Ich versuche, das System zu stabilisieren. Mist, es funktioniert nicht. Die Steuersysteme werden instabil. Ludwig, reduzieren Sie die Energieleistung. Professor, die Anzeige spielen verrückt. Alles blinkt. Ich kann nichts erkennen. Grundgütiger, die Anlage ist am Limit. Schalten Sie die Versorgung ab. Sofort. Negativ, negativ, der Schalter klemmt. Nein, was ist hier los? Ludwig, tun Sie was, tun Sie was. Nein! Hoppala. Irgendwie, tja. Wird da gleich etwas kaputt gerade. Bei allen heiligen Zentralschaltkreisen. Ludwig, Berichterstattung, sofort. Was ist passiert? Was ist da oben los?
Ich weiß es nicht. Autotronic, die Landerampe ist explodiert und hat sich vor unseren Augen in einen kreisenden Feuerball verwandelt. Was? Was? Ludwig, du, jetzt hast du richtig missgebaut. Ich glaube nicht, dass die Schuld von Herrn Ludwig war. Ich kann es kaum glauben, die Landerampe, unsere einzige Hoffnung. Ich. Professor Goodwill, beruhigen Sie sich. Beruhigen, beruhigen, beruhigen! Sie sind von allen guten Geistern verlassen? Das war unsere letzte Chance, die Menschen auf der Physis zu retten. Oh mein, welche Katastrophe. Sie haben auf uns gezählt. Professor Goodwill, es tut mir schrecklich leid. Ich kann mir nicht erklären, wie das passieren konnte. Herr Ludwig, ich verstehe. Ich muss jetzt zurückziehen und nachdenken. Sie haben sich an Ihren Teil der Abmachung gehalten. Ich halte an meinen. Hier, die Zugangscodes für den Satelliten. Danke, ich weiß nicht, wie ich Ihnen nun danken soll. Ich hoffe, Sie finden eine Lösung. Wenn ich helfen kann. Ludwig, Ruhe, wir haben uns an die Abmachung gehalten und Goodwill hat uns den Zugangscodes gegeben. Sieh zu, dass du einen Satellitenschlüssel findest und lass Goodwill in Ruhe. Das ist ein Befehl. Autotronic, du bist sowas von. Diese Menschen sind in ihrem Schicksal hilflos ausgeliefert. Ludwig, folge dem Befehl, ansonsten sehe ich mich gezwungen, deine Steuerung zu übernehmen. Snucher, such nach einer Satellitensteuerung und setze den Notruf ab. Ich kann Goodwill unmöglich im Stich lassen. Herr Ludwig, es ist in Ordnung. Gehen Sie. Die Satellitensteuerung befindet sich im Obergeschoss des Kontrollbunkers. Ich werde schon eine Lösung finden. Goodwill, Ende. Tja, da haben wir einen lustigen Satelliten hier. So wie es aussieht, werden die Menschen hier nicht landen können. Und diesmal speichern wir wieder. Und ich nehme gleich noch eine Runde auf. Ich will ja wissen, wie es hier weitergeht. Also, bis gleich.